Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mr. Angezockt spielt Sid Meier's Civilization 5. Es geht direkt weiter in unserem Gebiet. Jetzt müssen wir erstmal kurz schauen, was so dran ist, was sich so getan hat. Na, hier müssen wir noch die bisschen Kultur verbreiten, bisschen Religion verbreiten, meine ich, dass wir da weiterkommen. Wir hätten auch schon genug Glauben, um uns eigene Einheiten, so Völkervorlieben dafür glänzendes, ja, da sind wir nicht gut, das weiß ich. Ja, Wohlstand haben wir nicht. In Assur, was könnten wir in Assur bauen? Große Moschee, um noch mehr Glauben zu verbreiten. Uni von Oxford, was benötigt die denn noch? Anzahl Universitäten noch benötigt, 3 Stück. Notre Dame haben wir hier in Bau, ist in 5 Runden fertig. Garten, Stallung, Kolosseum könnten wir natürlich bauen. Und wir machen mal, ach nee, Karawanenhof. Wir machen mal das Aquädukt. Und eigentlich wollte ich nur mehr Zeug bauen, dass wir ein bisschen mehr Geld kriegen, aber selbst das hat sich ja halbwegs erholt. So. Hoffentlich kriegen wir Notre Dame durch. Ich bin da recht zuversichtlich. 1160 nach Christus haben wir es schon. Und punktemäßig liegen wir mittlerweile 280 Punkte vorn. Und Katharina ist von einem unbekannten Spieler überholt worden. Schaut's euch an. Ja, so langsam müssen wir uns auch wirklich nach Schießpulver gucken, dass wir direkt aufs Meer kommen. Dass wir da ein bisschen Fortschritt haben. Und dass wir halt auch da mal die anderen Völker kennenlernen. So, ach so. Handelsrouten. Boah, 15 Druck. Ja, das machen wir jetzt natürlich. 15 Druck. Könnten wir natürlich auch unsere Städte ablaufen. Moskau bringt uns viel Gold. Wir verlieren natürlich Wissen. Wir machen mal eine Runde Moskau und gucken mal, ob es und was es uns bringt. Na, nächste Runde hatte ich noch nicht angeklickt. Ja, hier bauen sie schön aus. Ich weiß gar nicht, ob ich hier, doch hatten wir auch den Fokus auf die Produktion gelegt und hier auch, wobei die Stadt natürlich noch nicht so erfahren ist, sag ich mal, wie die anderen. In Assur können wir jetzt das Kolosseum, was natürlich noch mehr Zufriedenheit bringt. Die Kaserne ist nie verkehrt. Wenn wir Einheiten bauen, kriegen die je mehr Städte was generiert. Ja, bauen wir halt die große Moschee. 8 Runden. 8 Runden, das sollte doch drin sein. Dass wir unseren Fortschritt noch ein bisschen... Oh, in 2 Runden ist hier Notre Dame fertig. Na, 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 du wirst dir doch jetzt nicht überlegen. Ich kann ja mal mit ihr reden. Vorsichtig seid ihr hier, um Wohlwollen zu erringen. Falls ihr habt ihr noch Arbeit vor euch. Besprechen sollen wir eine Freundschaftserklärung. Sie muss ablehnen. Dann gucken wir mal uns einen Handel an. Offene Grenzen gibt es nicht. Stadt von ihr will ich auch nicht. Also immer mal ein bisschen reden schadet ja nicht. Auch einfach um zu sehen, wie denn der Status bei denen ist. Sie ist uns jetzt freundlich gesinnt. Und wir können besprechen, sollen wir den Krieg erklären. Isabella gründet keine Städte. Also hier haben wir eigentlich auch nichts zu besprechen. Offene Grenzen wollen wir nicht. Botschaften haben wir schon ausgetauscht. Mach's gut, Isabella. Hier unten können wir Werkstatt, Zirkus, Amphitheater,
Solange es vielleicht gehen wir. Also hier bauen wir die Bergstadt und oben bauen wir dann auch später den Karawanenhof. Vielleicht kriegen wir durch unsere Karawanen oder Handelsrouten noch ein bisschen mehr Geld. Guck, er schickt schon wieder einen Missionar. So, du kommst mal. Notre Dame plus 10 Zufriedenheit plus 4 Glauben und ein großer Händlerpunkt. In Assur wurde ein großer Prophet geboren. Und hier, den bewegen wir mal nach da. Nicht, dass er über die Idee kommt, sich über die Grenzen zu schleichen. Unser großer Prophet geht jetzt erstmal natürlich hierher und verbreitet unsere Religion. Oh, Ragusa wünscht sich unsere Religion. Das ist doch sehr schön. Das ist ein Quest, was wir sehr gerne eingehen. Wo ist es denn, Ninive? Haben wir irgendwas, was Geld bringt? Karawanenhof, Aquädukt. Und dann bauen wir hier das Aquädukt und gucken dann mal, dass wir auch auf die Universität gehen. Weil Wissen ist Macht und Schießpulver ist nächste Runde fertig. Der soll sich bloß nicht wagen, hier Religion zu verbreiten. Ich habe Informationen, die hilfreich sein könnten. So, erstmal Schießpulver. Unter den Blinden Wir ist der sind dadurch in Eingeweihte. der Renaissance. Ihr habt einen Spion. Spione, was ist ein Spion oder Diplomat? Spionübersicht. Ich habe Informationen, die hilfreich. Achso, wir haben einen Spion bekommen. Den Spion nach Russland, da Russland nichts kann, also nichts, kein Wissen hat, hilft es nicht weiter. Dann kennen wir eigentlich nur noch Spanien. Dann bewegen wir ihn auch mal nach Madrid. Ist die Frage, ob wir ihn jetzt als Spion oder als Diplomat. Wir machen mal, wir sind ja friedlich, wir machen mal da einen Diplomaten hin. Und hier, Gildendauer 3 Runden, Kompass 5 Runden. Okay, wir machen einfach Gilden, weil es 3 Runden dauert und zwei Berater es wollen. Hier gehen wir immer ihm schön nach, dass er nicht sein. Ich muss das Stück Land mir noch holen, dass die. Ach, der ist schon auf meinem Gebiet, gell? So. Hier verbreiten wir erstmal unseren Glauben, 1000 wieder an der Zahl, somit ist die Stadt komplett uns. Und Ragusa hatte sich auch unseren Glauben gewünscht und dem Wunsch gehen wir ihm doch gerne nach. Unsere Arbeiter bauen fröhlich weiter. Zufriedenheit haben wir wieder 21 dank Notre Dame. Jetzt die Frage, wo könnten wir denn überhaupt noch expandieren, wenn wir. Oh, ein goldenes Zeitalter bricht heran. Sehr schön. Erhöht wieder alles. Glauben, Produktion, Gold. Und dann können wir hier gleich, hier bauen wir auch direkt die. Ne, hier bauen wir erst einen Markt. Einfach nochmal fürs Geld. So, wo könnten, wenn wir wollten, wir überhaupt expandieren? Hier unten im Eis lohnt sich's nicht. Hier zwischen. Hier oben lohnt sich auch eigentlich nicht. Das wird noch ein schweres. Wo ist er hin, der Mönch? Ich habe nicht aufgepasst. Da ist er hin. Du Arschmönch. Lass die Leute in Ruhe. Die wollen nämlich unseren Glauben haben. Eieiei. Jetzt geht er hier hin und will meine Religion vertreiben. Okay, wir können schon mal eine neue Politik einführen, was sehr gut ist. Letztes Mal
Glauben für Schreine und Tempel, 20 Rabatt auf religiöse Einheiten. Wir machen hier einfach mal mehr Glauben pro Schrein und Tempel. Schon sind wir hier bei 57. Ja, was soll ich machen? Ich will jetzt den nicht extra deswegen angreifen. Und dann springen wir in die nächste Runde. Azur 12 Einwohner, 9 Einwohner, 8 Einwohner und was macht hier? Oh, auch schon 5. Auch schon 5. Die Gilden sind da. Dann suchen wir uns schnell das nächste Forschungsgebiet und da sollten wir jetzt mal wirklich auf den Kompass gehen. Wegen dem Boden. Was haben wir hier? Künstlergilde könnten wir in 5 Runden bauen. Bauen wir hier noch das Aquädukt vorher. Die Stallung für Reiteinheiten. Hier wollten wir die Universität bauen. Hier verteilen wir erstmal unseren Glauben. Und sie wollen. Und was hätten sie noch gern? Dass wir einen großen Künstler ausbilden. Hier gehen wir mal mit dem dann hin, dass wir da auch unseren Glauben verbreiten. So, bitte warten. Verbreitet, Furcht vor euch, die große Moschee ist fertig. Also, die Bürger sind froh, dass Religion in ihrer Stadt führende Religion geworden ist. Euer Einfluss ist gestiegen. Und der Priesterschaft des Stadtstaats Kathmandu ist von eurer Frömmigkeit bewegt. Sie wendet sich vom schwächeren Glauben anderer Zivilisationen ab. Und, na, super, das sind die ganz oben, oder? Den würde ich ja auch gerne meine Religion aufs Auge drücken, ist halt aber sehr weit weg. Wo sind wir gerade? In Azur. In Azur bauen wir in 4. Was ist der Machu Picchu? Was bringt uns plus 2 Glauben plus 5 Gold? 15, die in freundlichen Kämpfen bringen kostenlose Burg in die Stadt. Ich denke, dass wir dann eher Machu Picchu nehmen. Plus 2 Glauben plus 5 Geld. Den können wir mittlerweile upgraden zum Speerkämpfer. Wahrscheinlich müssten wir den sogar schon zum Musketier, nee, Pikenier, ausbilden können. Ich bräuchte ein bisschen mehr Gold. Oh, jetzt machen wir 11 Gold die Runde, das ist gut. Und sind jetzt schon, ja, also 350 vor Katharina. Ich bin wirklich gespannt, wenn das erste Mal... Oh, der unbekannte Spieler hat echt gut aufgeholt. Kauf mit Glauben möglich. Wir könnten uns... Das machen wir auch. Wir kaufen uns einen Missionar. Der erscheint dann auch direkt hier. Ja, und den könnten wir eigentlich wirklich upgraden. Dass wir dann auch recht schnell auf Musketiere gehen können. Spanien hat einen Glaubenssatzreformation. Da kommt schon wieder einer, ich glaub's ja nicht. Mal gucken, ob ich denen irgendwas zu ihrem Glauben sagen kann. Besprechen. Och, die spionieren mich auf. Okay, sie will nicht aufhören, uns auszuspionieren. Das sagen wir aber auch mal der Madrid-Tante. Besprechen. Hör auf, mich auszuspionieren. Okay, sie hört sogar auf. Hier unten, was brauchen wir?
man da mal eine Künstlergilde bauen. Könnten wir sogar wirklich machen. Wir haben nichts, was uns Geld bringt, wobei auch Geld wäre gut. Ja, gibt es eine Künstlergilde. 6 Runden. Unsere Produktion ist gerade so gut. So, da. Hier müssen wir noch einmal verbreiten. Und der darf hier die Stellung halten. Und der Missionar. Was machen wir mit dem Missionar? Der Missionar wird natürlich, wenn ich jetzt hier bei ihr verbreite, wird sie nicht glücklich machen. Ist die Frage. Ach, guck mal, die hat hier unten alles schon in Beschlag genommen. Wir fahren mit dem Missionar hier hoch. Dass wir mal ein bisschen bei Kathmandu, wenn die schon so auf unseren Glauben stehen, kriegen die den auch. Und hier springen wir in die nächste Runde. Der breitet sich hier auch ganz schön aus. Hätte ich Geld, würde ich hier auf jeden Fall mal die beiden Felder kaufen oder die Bananenfelder vielleicht auch. So, 1280 haben wir hier Religion verbreiten. Sehr schön. Dann können wir mit dem... Ach, wir gehen einfach mal hier nach Novgorod und verbreiten einmal unseren Glauben. Kompass jetzt fertig, das heißt Galeasse und Hafen. Das heißt zwar noch keine richtigen Schiffe. Galeassen sind auch nur die... die nur, glaube ich, auf unserem, auf dem hellblauen Wasser fahren können. Ihr habt den Kompass entdeckt. Und dann gucken wir, jetzt gibt es... Genau, wir nehmen jetzt auf jeden Fall die Astronomie. Was macht denn Alhambra Kultur? Oh nein, das wollte ich doch gar nicht. Wir nehmen die Astronomie. Wir wollen jetzt aufs Wasser. Ach, Zufriedenheit sind wir 20. Ich gucke, dass wir jetzt dann halt noch die Amphitheater bauen, um noch mehr Kultur zu generieren. Und wenn nicht, gibt es noch weitere Wunder. Mittlerweile machen wir auch schon mehr Glauben, die eine Runde. Ach, das gibt's doch nicht. Gott sei Dank immer noch bei unserem Glauben geblieben. Kauf mit Glauben möglich. Der Glauben in Kathmandu sinkt. Okay, sie hätten gern Pelze. Ja, du kannst trotzdem. Ach, du kommst da nicht lang. Ja, ja, ich weiß, ja. Dann gehst du auch nach Novgorod. Oh, die haben sich hier das Gold geschnappt. Was sagt die Zeit? Was sagt die Zeit? Okay. Kathmandu und Vilnius haben sich den Krieg Ach du Schande, was ist denn hier los? Rakus sucht Investoren. Der Stadtstaat Malina hat die Projekt angeschlossene Menge an Einfluss, die durch Goldgeschäfte gehalten werden, bla bla bla. Eine Gruppe Bürger des Stadtstaats Malina hat von der Lehre der Religion Mr. Angezocktismus gehört und will, dass sie... Das ist doch hier. Die sind doch. Spanien will Vilnius verbünden und euer Einfluss auf Vilnius ist so tief gesunken, dass wir bald keine Freunde mehr sind. Das ist mein Schiff, das kann auch hier weiter die Stellung halten. Und wir gehen Richtung Novgorod. Oh, Barcelona ist aber auch groß geworden. Ah. 846 Punkte. Wir müssen gucken, was wir jetzt als nächstes vorhaben. Nicht mehr befreundet mit Kathmandu. Machu Picchu
25% mehr Gold durch Städteverbindung und Stadt muss innerhalb von 2 Geländeentfällen eines Gebirges in eurem... Achso. Ein großer Wissenschaftler. Okay, Kathmandu haben wir leider verloren. Und die Stadt Ninive. Die Burg. Ein Kosten Haiga Sophia. Bauen wir die Haiga Sophia, macht mehr Glauben. In Azur. Hier hätten sie gern, dass wir die Burg bauen. Kampfstärke für Einheiten. Kolosseum. Kolosseum brauchen wir wirklich jetzt aktuell nicht. Da machen wir einfach hier die Kaserne. Dann der große Wissenschaftler, den lösen wir direkt auf. Das, oh, Galileo Galilei ist unser großer Wissenschaftler. Dafür kriegen wir eine neue Technologie. Und ja, jetzt nehmen wir hier die Ritterlichkeit. Und also hier, auch wenn ich da jetzt gerne ein Schiff bauen würde, hier müssen wir erstmal unbedingt, oh je, die Zeit, hier müssen wir unbedingt eine Universität bauen. So, hier, den bewegen wir noch. Und bevor wir in die nächste Runde gehen, verabschiede ich mich. Ich sage, das war's wieder für heute. Seid schon gespannt auf die nächste Folge. Macht's gut, bis dahin.